Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Artback Kelpie. Ist denn wirklich schon wieder ein Jahr vergangen seit dem Dark Cove? Scheint so. Der neue hier, Artback Kelpie. Was ist die Besonderheit? Neben den Standardfässern hat man hier noch russische Eichenholzfässer abgefüllt. Klingt interessant. Könnte mich nicht erinnern, dass es das schon mal gab. Eichenholzfässer vom Schwarzen Meer. Sollte sich natürlich ganz anders auf den rauchigen Spirit von Artback auswirken. Eine ganz andere Eichenholzfracht, eine ganz andere Würze. Ich bin gespannt. Wie immer gibt es diese limitierten Sonderflaschen jedes Jahr in zwei Ausführungen. Hier das normale Release mit 46 Volumenprozenten und es gibt noch die Komitee-Abfüllung mit einem hellen Etikett in Fassstärke. Die Flaschen sind immer sehr, sehr begehrt. Was muss man machen, um so eine Flasche zu bekommen? Sich bei Artback auf der Homepage quasi als Freund der Brennerei registrieren. Dann ist man ein sogenanntes Komiteemitglied. Und dann gibt es an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit, eine E-Mail. In der E-Mail ist ein Link, da klickt man drauf, da kommt man in den Artback-Shop und dann kann man sich in Schottland zwei Flaschen von diesem Komitee-Release sichern. Die sind allerdings immer innerhalb von Minuten weg. Findet man dann kurze Zeit später auch bei eBay für das doppelte, dreifache vom Preis. Wer bietet mehr, ne? Ich habe jetzt heute hier den mit 46 Volumenprozenten stehen. Er ist nicht gefärbt, er ist nicht kühlgefiltert. Ich bekam tatsächlich von Moët Hennessy ein Sample zugeschickt. Das gab's noch nie. Ja, und dann war da sogar ein Brief dabei, handschriftlich, mit Artback Briefkopf. Und dann steht dann da drauf, lieber Patrick, bla 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 bla, an bei das jüngste Release. Das mit deinem YouTube-Namen, bleibt der? Natürlich bleibt der. Ich habe auf diesen Brief und auf dieses Sample hin dort angerufen und habe gefragt, wie es sein kann, dass ich, der Whisky-Wichser, jetzt von dem Kelpie hier ein Sample bekomme. Ich habe in den letzten Jahren weder von Glenmorangie noch von Artback diese Dinger bekommen. Ich sehe es immer wieder in den Foren, dass das Leute zugeschickt bekommen, schreiben ihre Reviews, drehen ihre Videos. Ich bekam nie was. Als Antwort bekam ich, es liegt tatsächlich an meinem Pseudonym. Ja, Artback gehört zu Louis Vuitton, Moët Hennessy, ist ein Luxusgüterkonzern, die haben ihre Richtlinien, die versenden nichts an Wichser. Ja, warum ich jetzt was gekriegt habe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es eine einmalige Sache war. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Ich habe in der Vergangenheit die Samples auch nicht gebraucht. Dennoch, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr drüber gefreut. So sieht das Ganze dann aus. Und ich habe tatsächlich auch noch von einem Zuschauer ein Sample vom Kelpie, die Komitee-Abfüllung zugeschickt bekommen mit 51,7 Volumenprozenten. Vielen Dank an den Erik dafür. Ich werde heute quasi beide quer verkosten. So, jetzt fangen wir mal mit dem 46 Volumenprozente an, dem Release für die ganze Welt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Den Dark Cove letztes Jahr fand ich ganz gut. Das Jahr davor, den Perpetuum, den fand ich nicht so gut. Von der Farbe her ist es ein leicht heller Goldton. Wie immer trägt der Whisky keine Altersangabe. Ich bin ja der Meinung, die nehmen dafür meist den 10-Jährigen her. Und vermischen den halt dann mit jüngeren Fässern. Ich denke, dass diese Fässer aus russischer Eiche, in denen der Artback lagerte, definitiv jünger wie 10 sind. Somit müsste man das Alter von denen aufs Etikett schreiben. Wenn die 7 Jahre alt war, hätte hier eine 7 drauf gemusst. Machen sie nicht, lassen sie es lieber ganz weg. Die Flaschen verkaufen sich dennoch. Eine schöne Rauchigkeit, aber ich finde, die ist ein Stück weit anders als die von den Standards jetzt. Hat für mich so einen rußigen Kohlerauch. Nicht unbedingt Torfrauch, aber auch nicht unbedingt unattraktiver. Gefällt mir gut. Eine schöne Malznote, die mitkommt. Erinnert mich auch so ein bisschen an Schinken. Das Schwarzwälder. Eine gewisse Nussigkeit ist auch noch da. Ja, das sind so die Sachen, die man hier schön rausriechen kann. Man hat so einen schönen, rußigen Kohlerauch. Man hat ein bisschen die Malzigkeit, man hat ein bisschen den Schinken und eine leichte Nussigkeit. Ideal zum Festbrennen. Schön. Gefällt. Slangeva. Eine schöne Pfeffernote da, auf jeden Fall. Ja, also der Schinken ist gepfeffert. Ich habe den Schinken auch im Geschmack. Ein bisschen nach Sesam schmeckt es tatsächlich. Eine gewisse Süße ist auch mit dabei, so wie beim Ten, so eine Honigsüße.
Der Rauch schön und das Sesam ziemlich stark im Geschmack. Das hatte ich so in der Form noch nie in einem Whisky. Geil. Eiche ist auch da, ja. Und auch so eine Form von Eiche, wo ich sage, die hat irgendwas Tieferes. Die schmeckt, das hört sich blöd an, die schmeckt ein bisschen dunkler. Also jetzt nicht unbedingt wie die europäische Eiche, aber schon gar nicht wie die amerikanische Weißeiche. Also eine sehr markante Holznote hier drin. Und das sollte dann die russische Eiche sein. Nee, gefällt mir sehr gut. Alles hat so einen kohligen, rußigen Touch. Also das ist der dreckige Artback. Gefällt mir wirklich. Jetzt wird er in der Nase ein bisschen süßer. Der Honig setzt sich durch. Aber eine Frucht finde ich hier in keinster Weise. Dafür ist einfach alles andere zu stark. Ne, toll. Bin's mal gespannt, wie der unverdünnte schmeckt. Das Komitee Release. Die Flasche ist geil, ne? Das ist Medizin. Gucken wir mal von der Farbe. Die geben sich eigentlich nichts. Ist ja auch nicht viel Alkoholunterschied, ne? 5, irgendwas Volumenprozente. Man merkt den Alkohol deutlich. Tatsächlich, dass man 5 Volumenprozente oder etwas über 5 Volumenprozente so deutlich merkt. Aber ihr werdet lachen. Diese 5, irgendwas Volumenprozente, die haben zur Folge, dass der Schinken hier so ein bisschen salzgepökelt riecht. Ich habe hier tatsächlich so eine Assoziation von Salz. Das macht den Schinken natürlich noch attraktiver. Ansonsten hier ist derselbe rußige Kohlerauch, dieselbe Schinkennote, die man jetzt hier um diese Salzigkeit addieren kann. Und diese leicht herbe Nussigkeit. Die Malznote finde ich hier nicht unbedingt. Ja, das ist wahrscheinlich dem Alkohol geschuldet, der deckt die in dem Fall zu. Beim 46 Volumenprozent, da konnte man sie rausriechen. Aber im Endeffekt sind sie sehr gleich. Man muss den halt hier nur um diese leichte alkoholische Note addieren und diese Salzpökelung. Ja, der gefällt mir besser, weil eben das mit dem Salz, das zusätzlich und auch der Alkohol, ich denke, der wird hier ein besserer Träger sein. Schauen wir jetzt mal. Slange. Ja, der hat ein bisschen mehr Dampf, was dem Whisky an sich gut tut. Auch hier die Salzigkeit schmeckt man. Ja, diese Assoziation nach Salz. Der Schinken ist da. Dieser rauchige, rußige Rauch, der ist mega geil. Also eine ganz andere Form von Artback-Rauchigkeit. Und das ist eben die russische Eiche. Die wirkt mit ihrer Würzigkeit, mit ihrem Eichenaroma ganz anders auf das rauchige Destillat von Artback, was eben zur Folge hat, dass der für mich persönlich hier total kohlig und rußig riecht. Ja, so ein salziger, kohliger Schwarzwälder Schinken in flüssiger Form von der Insel Islay. Nee. Also ich finde diesen Hype, der da jedes Jahr stattfindet, richtig scheiße. Und auch wenn ich jetzt mit meinem Urteil diesen Hype noch mehr schüre, drauf geschissen. Er ist mega. Er ist wirklich mega. Die 46-Volumen-Variante, sehr gut. Und die Komitee-Abfüllung, die ist ein Träumchen. Ein flüssiges Träumchen. Also bisher dieses Jahr 2017 der beste Islay, den ich im Glas hatte. Dieses Sample oder beide Samples muss ich mir gut einteilen. Sensationell, was Artback da hinbekommen hat. Ja, sie können's. Ja, sie können's, sie wissen's, sie gehen damit hausieren, was halt eben zur Folge hat, dass die Flaschen den Preis dann recht schnell recht krasse Preise annehmen, Verfügbarkeit schlecht und und. Aber sehr guter Whisky. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich mal bei Feingeist in Mömpris besuchen kommt. Haut rein!